Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, das endlich wieder zu sagen. Ich weiß, seit meinem letzten Video ist einige Zeit vergangen. Die Masterarbeit stand an, ich war in LA zum Praktikum und so viele Dinge, die einfach passiert sind. Ich weiß, ich habe euch damals angekündigt, euch mitzunehmen, die gesamte Masterarbeit. Keine Sorge, die Themen und Videos werden hier noch kommen. Aber das eben an anderer Stelle. Aktuell ist enorm wichtig und ihr seht es mal wieder auf dem Shirt, die Game-Konferenz Add-On. Die findet in weniger als einem Monat statt und deshalb dachte ich, ich zeige euch heute alles, was wir da so vorhaben an der Add-On, gebe euch so einen Einblick in das Programm, in die Speaker, Workshops und Co. Und am Ende dieses Videos verrate ich euch sogar noch Dinge über die Add-On, was Speaker und Workshops angeht, die noch gar nicht auf unserer Homepage stehen. Das heißt, bleibt einfach dran. Ja, um erstmal noch so ein bisschen schöner in das Thema einzusteigen, haben wir jetzt erstmal noch einen Trailer für euch, den wir erstellt haben, mit Material auch aus dem letzten Jahr von der Add-On und so und natürlich auch schon mit kleinen Teasern, was euch in diesem Jahr erwartet. Was genau, das seht ihr jetzt. Wenn man auf die Homepage der Add-On geht, dann sieht man als erstes oben so das Titelbild. Da stehen schon die wichtigsten Infos drin, das heißt die Game-Konferenz Add-On ist am 1. und 2. Juni an der Hochschule Harz hier in Wernigerode, also in den Räumen von der Hochschule. Das ist mit der genauen Adresse am Eichberg 1. In Wernigerode eben. Die Infos dazu und den Link auch zu der Homepage, das findest du auch alles unten nochmal in der Infobox ganz genau. Ja, aber scrollen wir uns einfach mal durch. Hier oben siehst du, dass es von uns ist. Natürlich in diesem Jahr zum allerersten Mal sind nicht nur die beiden Studiengänge Medieninformatik und Medien- und Spielekonzeption mit dabei im Organisationsteam, sondern auch drüben vom Fachbereich W. Das heißt, es steht immer so ja, für den Wirtschaftsbereich, da drüben von zum Beispiel Tourismus. Ja, sind auch Leute mit dem Orga-Team, was uns total freut, dass ja, wir nicht nur so in unseren technischen Studiengängen bleiben, sondern ganz viel Expertise auch einfach ja, von noch anderen Bereichen bekommen. Die Neuigkeiten, Social-Media-Channel, falls ihr uns da ja folgen wollt und ja, immer auf dem Laufenden bleiben wollt, steht auch nochmal unten in der Infobox eben, ja, wie ihr uns bei Instagram, Twitter, Facebook und Co. einfach erreicht. Das ist auf jeden Fall der schnellste Weg, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und dann kommt hier die Kategorie Speaker und die ist natürlich am allerspannendsten für euch auf jeden Fall. Ja, weshalb wir uns das mal genauer anschauen. Und zwar ist einer der Speaker Tobias Hahn, der ist Head of Sales bei Dynamedion. Und ja, die kümmern sich vor allem um Sound, Sounddesign, alles was in so eine Richtung geht. Und das ist super spannend für uns, weil wir auch bisher keine Add-On das Thema so Sounds, Audio und so vertreten hatten. Das heißt Premiere bei der Add-On, dank Tobias zum Beispiel, der eben an Sound, Sounddesign und so bei zum Beispiel Battlefield 5 oder The Witcher 3 ja, mitbeteiligt war. Ein weiteres neues Thema, was mit dabei ist, kommt von Patrick Rose. Der ist von Game Analysts und ist der so Product Strategy Consultant aktuell. Und der bringt aber in seinem Talk auch so das Wissen mit von zum Beispiel Bandai Namco Europe, wo er vorher gearbeitet hat. Das heißt, super spannend auch da. Wir sind schon total gespannt, was er irgendwie so ja, für einen Vortrag halten wird. Das Thema schickt er uns noch zu. Das ist gerade noch nicht so klar, aber auch da irgendwie so ein neuer Bereich, der mit dabei ist.
Wie in jedem Jahr haben wir wieder eine Live-Schalte nach Japan, über die wir uns total freuen. Vor allem, weil es in diesem Jahr einfach eine Game-Design-Legende ist. Und das ist gar nicht übertrieben, sondern Hirokazu Yasuhara, der ist einfach so krass, wenn man sich anschaut, was der so gemacht hat. Und da übertreibe ich gar nicht. Er ist zum Beispiel ganz am Anfang mit bei Sega dabei gewesen, ist für all die Sonic the Hedgehog 1, 2 und 3 irgendwie mitverantwortlich gewesen als Game Designer, ist danach zu Naughty Dog gegangen, wo er zum Beispiel an der Uncharted-Serie mitgewirkt hat. Und ja, danach hat ihn seine Reise sozusagen zu Bandai Namco America gebracht. Er war dann auch bei Nintendo und ja, hat eine total spannende Reise hinter sich und wir sind schon total gespannt, was er uns dann eben in der Live-Schalte alles von seinem Game Design-Wissen mitgeben möchte. Wir sind total gespannt, wir hoffen ihr auch. ja, das heißt, da so im Bereich Game Design. Game Design weiten wir auch nochmal weiter aus, denn Gregory Kogos kommt zu uns hier nach Wernigerode. Ich finde, der hat auch einen total spannenden Ansatz, überhaupt so zu denken, sag ich mal. Das heißt, er war früher so Trickfilmzeichner und Regisseur, aber kam dann so drauf oder hatte so das Gefühl, so boah, ich möchte nicht nur innerhalb von diesen Bildschirmen denken, sondern ich will irgendwie coole Sachen auch außerhalb der Bildschirme machen. Und deshalb hat er zum Beispiel sein Game Rotoring ja, veröffentlicht und baut jetzt so alternative Controller. Das heißt, ja, mit so einer alternativen Steuerung kann man zum Beispiel dann Dinge machen wie bei Rotoring. Das ist so ein kreisförmiges Puzzle-Game und dann drückt man auf Buttons und es ist mit dem Arduino gestaltet und so. Ich muss mal schauen, ob ich euch da Material einbinden oder einblenden kann an dieser Stelle, weil ich auf jeden Fall keins habe, aber vielleicht kann ich euch da einen Screenshot oder so machen, damit ihr euch das vorstellen könnt. Genauer erfahrt ihr das aber in seinem Talk, da steht zum Beispiel auch das Thema schon fest. Und zwar heißt das Hardware is the new Software. Das heißt, wie gesagt, aus ganz alternativen, neu gedachten Sachen baut der Controller, bindet die mit ein bei den Spielen. Super, super spannend. Das sind die Speaker, die wir bisher veröffentlicht haben. Wie gesagt, da kommt noch mehr. Schau bis zum Ende des Videos. ja, und wenn dir der Einblick vielleicht schon mal an dieser Stelle gefallen hat, lass gerne auch ein Abo da, unten aktiviere die Glocke und ja, gib mal einen Daumen nach oben, damit ich sehe, dass dich auch solche Einblicke einfach auch interessieren. Wir hatten das Gefühl so im Addon-Team, dass es vielleicht, ja, wir posten jeden Tag die Neuigkeiten auf dem Addon-Kanal, sowohl bei Twitter, Instagram und Co., wie vorhin erzählt, aber wir hatten so das Gefühl, dass es euch vielleicht auch mehr bringt, wenn wir in einem Video wie hier das alles einfach mal zusammenfassen, damit das leichter ist und ihr nicht alles im Detail durchlesen müsst, sondern einfach nur zum Beispiel das Video schauen müsst und ja, dann einfach top informiert seid. Das heißt, lass mal einen Daumen hoch da, wenn du das eine coole Idee fandest, dass wir das so machen. In diesem Jahr neu mit dabei sind die sogenannten Wohnzimmer-Talks. Das heißt, wir werden nicht nur so eine große Bühne haben, wo eben die Speaker ihre Talks halten, von denen ich euch gerade erzählt habe, sondern ja, wir bauen wirklich so ein uriges, süßes Wohnzimmer auf mit einer Couch wie der hier, aber vielleicht eine andere, aber auf jeden Fall mit einer Couch, ganz gemütlich. Es wird eine Moderation geben, die dann eben mit einem der Talkgäste redet. Ihr könnt ganz persönlich mit den Leuten ins Gespräch kommen, euch mit denen unterhalten und ja, welche Talkgäste zum Beispiel vor Ort sind, das erzähle ich euch jetzt. Apropos vor Ort, hier Hauke Gerdes, der hat sich bei uns gemeldet und wird leider nur in der Live-Schalte vor Ort sein. Das heißt, wir machen eine Live-Schalte zu ihm. Ansonsten ist es aber ein super spannender Charakter, der mit Rocket Beans super viele Erfahrungen gesammelt hat als Videoproducer. Und ja, dem ihr da auch einfach eure Fragen stellen könnt. Er macht so unterschiedliche Projekte von Let's Play-Sachen und ja, einfach super viele Pen-and-Paper-Geschichten. Also richtig vielfältig, super spannende Expertise. Vielleicht an dieser Stelle dazu gesagt, die Wohnzimmer-Talks sind eben thematisch nicht von so typischen Entwicklern, Game-Designern, die die Spiele selber irgendwie produzieren sozusagen oder daran mitwirken, sondern da wollten wir die Chance nutzen, auch noch andere Leute aus dem Games-Bereich mit einbinden zu können. Wie jetzt zum Beispiel Hauke Gerdes oder, das ist auch eine Premiere bei der Addon,
Alexander Koppin, denn der ist der Organisator der Berlin BrettspielCon. Die Premiere eben, es ging noch nie so in einem Vortrag oder in einem Talk oder so bei uns auf der Addon um Brettspiele. Das heißt, das ist da auch ganz neu mit dabei. Und Alexander, und da nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle an dich, was mega cool ist, sorgt für noch eine weitere Premiere auf der Addon. Und zwar wird es zum ersten Mal ein Turnier geben. Das heißt, bei ihm auf der Berlin BrettspielCon ist es so, es gibt eine Meisterschaft in dem Spiel Klask. Ich blende euch da jetzt gerade mal ein paar Bilder ein, damit ihr so ein bisschen seht, was das ist. Genau, das ist auf jeden Fall ein Brettspiel. Ich selbst habe es noch nicht mal gespielt, finde aber, dass es echt spannend aussieht. Und ja, er wird mit euch ein Klask-Turnier hier bei uns auf der Addon in Wernigerode veranstalten. Da könnt ihr dran teilnehmen und wer am Ende gewinnt, der qualifiziert sich für die Meisterschaft in Berlin, bekommt also die Tickets für die Berlin BrettspielCon umsonst und kann da dann antreten. Und wie ihr jetzt auf dem Bild seht, ist das nicht einfach nur so eine kleine Meisterschaft just for fun in Berlin, sondern bei der Berlin BrettspielCon gibt es dafür sogar einen Pokal. Das heißt, eine große Sache. Cool, dass wir uns da so vernetzen konnten mit den Berlinern. Ich feiere es total. Ich hoffe, ihr auch. Eine nächste Person, die ich auch finde, dass das eben von Spielentwicklersicht auch super spannend sein kann, ist Peter, der bekannter ist unter dem Namen Debitor. Der ist Let's Player. Viele von euch von YouTube werden ihn vielleicht auch kennen. Er hat mehrere hunderttausend Abonnenten, das heißt echt bekannt. Und ja, eben für seine Let's Plays. Und da bin ich auch total gespannt, was er jetzt erzählt, wie er die Spiele spielt, was ja, worauf er besonders vielleicht achtet. Und ja, diesen ganz anderen Blick zu bekommen, eben nicht von Spieleentwicklerseite, sondern von den Leuten, die die Spiele eben spielen und da auch nochmal Fragen zu stellen, wie ist das, wie ist das mit dem Stream? Da habt ihr ja ganz viele Möglichkeiten zu, da einfach auch drüber zu reden. Unten seht ihr jetzt Workshops auf der Homepage. Das bauen wir in diesem Jahr auch aus. Im letzten Jahr hatten wir ja einen Workshop, in diesem Jahr wird es ein paar mehr geben. Und zwar freue ich mich total, dass Friedrich Lüder zu uns kommt. Der hat selbst ein Game Studio hier in Sachsen-Anhalt gegründet und wird eben zum Thema Gründung einen Workshop geben, was auch total spannend ist, weil viele Leute, die ich hier kenne, gerade übers Gründen nachdenken. Zuletzt hat das Team Uniglow Entertainment, das übrigens auch auf der Addon sein wird, gegründet. Das sind Kommilitonen von mir, die sich echt für diesen coolen Schritt entschieden haben, nachdem sie im letzten Jahr den dritten Platz beim Deutschen Computerspielpreis gemacht haben mit ihrem Spiel Englow. Und ja, ich glaube, Gründung ist ein Thema, was viele Menschen auch interessiert. Und deshalb freue ich mich so, dass er zum einen einen Workshop darüber gibt. Und dann werden im Anschluss noch drei weitere Personen hier aus Mitteldeutschland, das heißt eine Person aus Sachsen, eine aus Thüringen und eine Person aus Sachsen-Anhalt, die werden herkommen, die sind auch Gründer von einem Game Studio. Und ja, dann in einem Panel auch nochmal eure Fragen beantworten, damit man noch mehr ja, Perspektiven, noch mehr Blickwinkel von Leuten hat, die gegründet haben. Wer das genau im Detail ist, da sprechen wir gerade die letzten Sachen noch ab. Darüber informieren wir euch, sobald es ganz genau feststeht. Aber ich freue mich total, dass wir auch dieses Panel im Anschluss haben werden. Ja, Tickets kaufen, unsere Unterstützer, über die wir uns total freuen. Mit dabei zum ersten Mal Harz Hostel, genau, Hasseröder, die Gamesmarkt ist wieder mit dabei, die Virtual Lounge, die auch mit einem Stand vor Ort sein wird, Spielraum AI ist zum ersten Mal mit dabei, ja, der Wernigerode, die Tourismusinformation ist mit dabei und die Making Games. Ich freue mich total, dass wir so unterschiedliche Unterstützer in diesem Jahr haben, dass auch noch so viele neue lokale Leute sozusagen dazu gekommen sind oder lokale Unternehmen einfach auch. Ja, ich sehe gerade, dass da oben die Batterie ein bisschen flackert. Ja, back in again zurück. Da hat die Kamera gerade mal ein bisschen doof gemacht. Aber ja, was ich eigentlich noch sagen wollte, war, dass ich mich eben so freue, dass so viele unterschiedliche, ja, Unterstützer in diesem Jahr auch mit dabei sind. Das ist einfach mega. Ja, und mit diesen Unterstützern will ich einfach mal weitermachen, denn jetzt kommen wir zu dem Teil, von dem ihr noch nichts wisst, das heißt, weil ihr es auf der Homepage und so überall noch nicht gesehen habt.
Und zwar habt ihr ja unten gesehen, dass die Virtual Lounge wieder mit dabei ist. Das heißt, die machen so VR-Experiences zum Beispiel, die kommen aus Braunschweig und das Spielraum AI zum ersten Mal mit dabei ist. Und ja, die beiden haben zusammen ein super spannendes Projekt. Und zwar heißt das We Are Alive. Und bei dem ist es so, dass sie zum Beispiel Senioren VR-Brillen aufsetzen und super spannende Sachen mit denen machen. Und darin bekommen wir zum Beispiel einen Einblick, denn zum einen ist es so, dass Flo von Spielraum AI, der wird auch bei diesen Wohnzimmer-Talks mit dabei sein. Das heißt, er stellt euch das Projekt da auch genauer vor. Ihr könnt da auch genauer Fragen zu stellen zum Beispiel. Die Virtual Lounge, wie gesagt, ist mit ihren VR-Experiences auch mit einem Stand auf der Add-on. Wer da so alles mit dabei ist, könnt ihr euch dann noch überraschen lassen. Da sprechen wir auch gerade mit einigen Unternehmen noch. Dann ist es so, dass eben Spielraum AI eben Unterstützer ist von der Add-on. Und zwar haben die in diesem Jahr das Coffee and Cookies Paket gekauft. Das heißt, es ist so, dass ihr ihretwegen umsonst Kaffee und so Gebäck, Kekse und so bei uns auf der Add-on dann bekommt. Richtig cool, wie ich finde. Und noch cooler eigentlich ist, dass die Virtual Lounge zusammen mit Spielraum AI bei uns einen Workshop auch macht auf der Add-on. Das heißt, die geben euch auch so einen Einblick in Virtual Reality, in die Umsetzung, welche Probleme gibt es, wie kann man die lösen. Also richtig, richtig cool. Das heißt, wir haben in diesem Jahr ein echt großes VR-Paket sozusagen. Das heißt, wenn ihr euch für Virtual Reality interessiert, dann ist da auf jeden Fall was für euch dabei. In einem Wohnzimmer-Talk, mit Stand vor Ort, in einem Workshop. Also richtig, richtig cool, da freue ich mich auch schon total drauf. Dann ist es so, dass wir natürlich noch weitere Speaker am Start haben. Das heißt, es werden wieder so 7 bis 8 Speaker sein, wie bisher in jedem Jahr. Ich gehe davon aus aktuell, dass es 8 sein werden. Von welchen Leuten ich euch schon erzählen darf, ist auf jeden Fall von Verena Kyratzis. Das ist eine Narrative Designerin. Und sie ist zum Beispiel Teil von dem Crow-Team, das heißt, sie ja, schreibt zum Beispiel gerade Serious Sam vor und ja, total spannend, dass wir auch diesen Themenbereich auf jeden Fall in diesem Jahr wieder bei der Add-on mit dabei haben. Das war auch was, was viele von euch sich auch wieder gewünscht haben, dass so nicht nur die Spieleentwicklerseite von wegen Programmierung und Game Design und so mit dabei ist, sondern dass es auch wieder um Narrative Design geht. Und da freuen wir uns eben deshalb auch schon sehr, dass sie da vor Ort sein wird. Ebenfalls laufen gerade wieder Gespräche zum Beispiel mit Ubisoft. Da ist aber noch nicht klar, wer in diesem Jahr kommen wird. Wer schon auf den anderen Add-ons war, weiß, dass in jedem Jahr bisher Ubisoft vertreten war. So vermutlich auch in diesem Jahr wieder. Das können wir leider aktuell noch nicht zu 100% sagen. Aber wir gehen davon aus, dass das alles wieder gut funktionieren wird. Jetzt so ja aus der Erfahrung, die wir die letzten Jahre zum Beispiel auch einfach hatten. Wer in diesem Jahr auch wieder mit dabei sein wird und diejenigen, die jetzt auf der letzten Add-on waren, die werden ihn auch noch kennen, ist Martin Müller. Er ist der Vorsitzende des E-Sport-Vereins in Magdeburg und ja auch Vizepräsident vom E-Sport-Bund Deutschland. Und er wird gemeinsam mit Tobias Richter hierher kommen. Die beiden werden einen Workshop geben. Und zwar ja zum Thema, wie kann man eigentlich so im E-Sport-Bereich auch so Fuß fassen und wirklich da in dem Bereich auch arbeiten. Finde ich auch eine super spannende Überlegung. Beziehungsweise bin auch schon total gespannt, was sie in dem Workshop dann da auch berichten werden. Denn Tobias arbeitet eben gerade schon bei Shatter in dem E-Sport eben, also wirklich nicht nur so ehrenamtlich, sondern so richtig, richtig. Und ja, ist ja auch ein wachsender Sektor und wächst immer mehr, die Branche. Und deshalb bin ich auch total begeistert, dass wir auch das Thema auf der diesjährigen Add-on wieder haben werden. Ja, das erstmal soweit von mir. Das waren so Infos und Einblicke, die ich euch gerne geben und zusammenfassen wollte. Ich weiß, das Video ist ein bisschen länger geworden, aber es passieren auch so viele coole Sachen auf der Add-on. Ihr könnt aktuell noch Tickets kaufen, die findet ihr, ich blende es euch mal ein. Genau hier, steht wie gesagt auch unten in der Infobox. Wir freuen uns total, wenn ihr hierher kommt und ja, einfach Teil von diesem coolen Event seid.
und ja, euch diese ganzen Talks und so anschaut. Ihr könnt gerne auch Fragen unten in den Kommentaren stellen, falls ihr jetzt noch was nicht ganz nachvollziehen konntet, was ich gesagt habe. Falls ihr noch Fragen zu irgendwelchen Speakern habt, was die genau machen, wer die genau sind und so weiter und so fort, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Da freue ich mich drüber und werde auch jedem Einzelnen natürlich antworten. Und ansonsten sehen wir uns allerspätestens natürlich am 1. und 2. Juni hier in Wernigerode auf der Add-on. Und ja, wenn du möchtest, auch schon vorher, wenn du auf unseren sozialen Netzwerken vorbeischaust, zum Beispiel bei Twitter oder auch bei Instagram. Das heißt, wenn es da jetzt was Neues gibt, zum Beispiel weil Ubisoft ja noch nicht so ganz sicher war, ich euch auch manche Speaker und so noch nicht erzählen konnte, weil das auch alles zu 100% manches noch nicht feststeht. Also es ist mehr so 99%, wir warten aber noch auf eine finale Rückmeldung bei einer Person zum Beispiel. Ja, dann werdet ihr es da auf jeden Fall sofort erfahren. Ja, ihr seht mich gerade noch mal kurz eingeblendet. Und zwar habe ich vergessen, euch von noch einer Sache zu erzählen, die es natürlich auch wieder auf der Add-on gibt. Und zwar sind es die Open Pitches. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, innerhalb von 5 Minuten eure Spielidee, euer Spielkonzept zu pitchen. Das heißt, Speakern, na, also ausgewählten Jury aus den Speakern von uns, einfach euer Spiel zu präsentieren. Und dann bekommt ihr einfach super hilfreiches Feedback dafür. Ich sehe gerade, ich habe hier so ein einfach. genau, da habt ihr auch die Möglichkeit. Schreibt uns dafür am besten. Die E-Mail seht ihr unten in der Infobox. Wenn ihr da auch dran teilnehmen wollt, da brauchen wir bis spätestens eine Woche vor der Add-on eure Präsentation, damit wir damit auch richtig planen können. Aber die Info, die ist mir gerade noch eingefallen, als ich jetzt dann schneiden wollte, die Möglichkeit habt ihr eben auch, die wollte ich euch nicht vorenthalten und deshalb hier eben noch eingefügt. Ja, hinter der Add-on stehe aber natürlich nicht nur ich, sondern ein ganzes cooles, großes Team, wie ich euch am Anfang schon so ein bisschen erzählt habe, mit den unterschiedlichen Studiengängen zum Beispiel, die in diesem Jahr mit dabei sind. Und weil jetzt am 1. Mai es nur noch genau ein Monat bis zur Add-on war, haben wir ein Video gedreht, das ich euch jetzt hier am Ende des ganzen Videos hier jetzt auch von mir zeigen möchte. Und zwar erzählen wir euch da, worauf wir uns persönlich am meisten auf der Add-on freuen. Ihr könnt auch gerne unten mal kommentieren, worauf ihr euch denn so am meisten freut und ob ihr mit dabei seid, wie gesagt, welche Fragen ihr habt und so. Deshalb sage ich an dieser Stelle jetzt schon mal Tschüss. Ich habe mich total gefreut, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Du kannst hier ab sofort auch wieder jetzt mit mehr Videos von mir rechnen. Und ja, wie gesagt, die zum Beispiel zu meiner Masterarbeit und all den Themen, die ich angekündigt habe, die werden hier auch auf jeden Fall noch kommen. Ich sage erstmal Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal und übergebe das Wort an all meine großartigen Teamkollegen. Ich heiße Tom. Ich bin Luisa. Ich bin Johanna. Ich bin Rika. Und ich bin Lukas. Mein Name ist Sophie. Ich bin Kerstin. Hi, ich bin John. Mein Name ist Sophia. Ich bin Maria. Und ich bin Tai. Ich freue mich dieses Jahr besonders auf Tobias Hahn von Dynamedien und Alexander Koppin. Und vor allem freue ich mich auf die Vorträge von Patrick Rose und Hirokazu Yasuhara. Ich freue mich auf viele tolle Vorträge und auch auf die Projekte von meinen Mitstudenten. Ich freue mich auf die Open Pitches und auf das Netzwerken. Am meisten freuen wir uns bei der Add-on auf die ganzen spannenden Leute, die da kommen. Und die ganzen coolen Aktionen, die da stattfinden. Ich freue mich besonders auf die Wohnzimmer-Talks und auf ganz, ganz viel Virtual Reality. Ich freue mich auf die Workshops, die zum ersten Mal auf der Add-on vertreten sind, sowie bin ich gespannt auf die Beiträge zu den Open Pitches. Ich freue mich recht herzlich auf alle Speaker, die dieses Jahr zu uns kommen. Und ich freue mich am meisten auf die Menschen, die auf der Add-on sein werden. Viel Spaß auf der Add-on!